Sie sieht aus wie eine große, eine ganz große Luxon Silver Glide 125er zu fahren mit dem B196er, bedeutet mit dem ganz normalen B-Führerschein, mit einer Erweiterung. Man geht in die Fahrschule, macht ein paar Fahrstunden und ein bisschen Theorie und dann bekommt man eine Bescheinigung, aber keine Prüfung. Ich grüße dich, Giovanni Ferraro. Guten Morgen. Hallo Sven, wunderschönen guten Morgen am Frühlingsanfang. Der Frühling hat bei dir begonnen mit einem großen Paukenschlag. Das halbe Lager ist schon leer. Du kriegst aber vieles nach im Moment noch, oder? Ja, also sehr, sehr viele Nachfragen, auch viele Verkäufe. Und aber da wir Stützpunkthändler sind von Luxon und Syntab, kriegen wir einiges noch nach. Das ist jetzt ganz neu. Die kam am Freitag auf der Messe in Köln bestellt. Sieht aus wie eine große, ordentliche Bremsanlage. Ein Chopper und das alles für wenig Geld. Sag mal, hier zwei Pipes, ist immer nur ein Zylinder. Ja, ist ein Zylinder, halt sieht ein bisschen wertiger aus, wenn da unten abgedreht wird und zwei Auspuffrohre rauskommen. Sieht schon von Weitem aus, sagen wir so, wenn der 300. Klar sieht man da nur Motor, dass er etwas kleiner ist, aber vom Chassis. Ein bisschen. Ja, ein bisschen, genau. Aber vom Chassis, vom Platzangebot, es gibt da große Menschen, die ein bisschen Platz haben wollen. Ist ein bisschen mehr gebaut wie ein Chopper, sieht man auch an den Fußrasten und an der Bremsanlage. Das ist schon eine wunderschöne Maschine geworden. Ja, du bist 1,80 Meter, setz dich mal drauf. Das wollen wir mal sehen von der Größe her, denn viele Motorräder sind einfach zu klein. Aber hier hat man ein ordentliches Maß, ein richtig großes Motorrad. Ist gut? Gut drauf, von der Lenkung her, also wirklich cool, von wie man drauf sitzen tut. Lenkung her, Armaturen dann, also richtig schöne Maschine geworden, muss ich sagen. Okay, Preis ungefähr? Der Preis ist ganz genau 3.699 Euro plus die Logistikkosten von 199 Euro. Okay, also 3.699 plus 200 Euro. Das Ganze ist mit einem Federbein hinten mal zwei versehen auf beiden Seiten. Vorne hast du eine tolle Federgabel mit drin. Der Dämpfer hinten, der tut, was er soll. Für zwei Personen? Ja, für zwei Personen zugelassen, auf jeden Fall. Man hat hier extra kein Gepäcktraining drauf gemacht, dass die alte richtig oldschool aussehen. Man kann natürlich immer alles im Zubehör kaufen und auch verbinden oder halt erweitern. Das Gewicht? Gewicht bei dem ganz genau, ich muss schauen, weil der ist ganz, ganz neu. Der hat hier ein Leergewicht von 155 Kilo und wir können da auf 325 Kilo Gesamtgewicht draufsetzen. 325 Kilo, eine 125er. Optisch richtig schön. Hast du einen Schlüssel? Ja, habe ich dabei. Steck mal rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert bei zwei Pipes hinten rein. Ob da ein Soundprozessor drin ist, aber sie sieht wirklich. Boah, was hatte 80 Kubik hatte ich ja früher, ja. Was hat die für einen Sound gehabt? Aber die Viertakter 125er, die gehen ganz gut. Also das ist, ich sag mal, so ein Stadtmotorrad. Man kann auf die Autobahn, das geht? Ja, auf die Autobahn auf jeden Fall, mit großem Nummernschild und schneller als 60 km/h. Die hat eine Höchstgeschwindigkeit, wo angegeben wird, hier von knapp 90 km/h. 90 km/h, so. Eine Hupe hat es mit drin, Fernlicht ist mit eingebaut. Eine Lichthupe sogar, hier vorne. Lichthupe, Fernlicht, Warnblinkanlage ist da drauf. Blinker ist sowieso, Hupe ist immer dabei. Hier haben wir einen Killswitch, also den kann man hier mal ausmachen, wenn man eine Ampel mal steht, ohne den Schlüssel da zu hantieren. Und dann wieder anmachen und starten. Und hier haben wir unser Lichtschalter. So, wenn du mal gerade startest, was sieht man hier im Cockpit? So, digitales Cockpit? Ja, digitales, genau. Ist dann alle Funktionen, das heißt, man hat hier die Batterie, die Tankanzeige hat man hier. Ja, Geschwindigkeit und Tourenzähler ist dran. Ein CAN-Bus gesteuert, nehme ich ja, an. Ja, so jetzt genau. Mittlerweile der Euro 5 alle gar. Deswegen haben wir auch ab und zu das Problem, weil sie ein bisschen Überspannung kriegen, nichts weltbewegendes, Batterie abklemmen, wieder anklemmen. Kommt selten vor, sollte man aber kurz mal erwähnen. Also. Okay, also sollte das mal passieren. Dann Lambda-Sonde sehe ich. Lambda-Sonde, klar, Euro 5 ist dann geregelt. Unten drunter direkt ist dann halt der Cut. Und unten verzweigt sich dann praktisch der Auspuff in zwei Rohren. Tankvolumen? Tankvolumen in etwa, muss ich wieder googeln, weil die sind ganz gern neu. Die haben wir 15 Liter fast. 15 Liter, ja. Das heißt die Reichweite, was wird die ungefähr nehmen? Ja, 3-4 Liter? Ja, ne, 2,5 Liter habt ihr laut Werk, das ist die Angabe. Okay, das heißt also ich komme rund 500 Kilometer weit mit dem Tank. So in etwa, ja. So in etwa. Ja, kommt da ungefähr ja, 15 hin, Liter. Das ist immer so. Relativ. Alles, ja, relativ. Also wenn man 250, 300 Kilometer, weil die Leute, Motorrad ist wie ein Auto, nicht wie ein Auto. Das heißt, die meisten drehen durch, also Drehzahl haben wollen. Also wird unwirtschaftlich gefahren, weil das muss Spaß machen. Da achtet keiner auf den Verbrauch, ja.
Verstehe. Kette. Klär mich mal auf. Das ist jetzt hier Luxon. Wenn ich die jetzt kaufe und bin ein bisschen weiter weg, kann ich den Service auch beim anderen Luxon-Partner machen? Ja klar, die haben unwahrscheinlich sehr viele Servicestationen hier. Wir sind jetzt im Saarland der größte Stützpunkthändler, aber wie gesagt, deutschlandweit. Ich muss auch dabei sagen, durch deine Videos verschicke ich die auch in ganz Deutschland. Wir haben sehr viele Kunden aus Berlin, aus Hamburg, die finden dort auch dann dementsprechend, die wollen bei uns dann halt die Maschine haben, aber machen dann den Service in einer Werkstatt, wo sie gerade wohnen, möglich also. So, große Scheibenbremsen vorne und hinten, Wasserkühlung hier in dem Fall? Nein, luftgekühlter Motor mit knappe 10 PS. So, was ist das da vorne? Ist das so angedeutet? Was soll das sein? Das die Wasserkühlung? Ja. Ja, das ist einfach nur der Design. Ja, genau. Es wird ein bisschen nach Meer aussehen, dass ein Kühler dran ist. Aber hier wird ein bisschen die Luft zerpflügt. Das ist halt wirklich nur groß. Wenn man vorne steht, sieht man die beiden Bremsscheiben. So große Bremsscheiben haben eigentlich so ab 300 Kubik aufwärts. Und er hat auch hier ein CBS-System, siehst du, wie die Leitung unterm... Hat auf beiden Seiten Bremsscheiben. Ja, das ist schon enorm, also für das total überdimensioniert. Aber es soll noch ein bisschen Spaß machen, noch mehr. Gut, aber wenn du, ich sag mal, zwei Bremsscheiben so groß wie Pizzateller vorne hast, der bremst automatisch hinten mit? Ja, durch das CBS-System wird immer ein bisschen dann der Bremskraft verteilt nach hinten. Also dort, wo ich bremse, ist die meiste Kraft knapp 70% und die anderen übrigen Prozentzahl gehen nach hinten oder nach vorne. Also zwei große Scheibenbremsen vorne. Gut, das Gewicht, das ist natürlich ordentlich. Das ist wie bei einer großen Maschine. Die Straßenlage ist sehr tief, das heißt, die liegt auch satt, oder? Ja, die liegt ehrlich wie ein Brett auf dem Boden. Ja, man kann schön rumgrusen. Dafür sind sie eigentlich gebaut zum Grusen. Und man ist heute überall so. Es muss immer groß nach mehr aussehen. Und guck doch mal die Felgen hinten an mit den Alufelgen. Chrom poliert, also richtig was Schönes, ja. So, 3.699 plus 199 Euro, Logistikkosten also etwa 3.899. Das Ganze kann man finanzieren bei dir? Kann man finanzieren, hier bei uns über die Credit Plus Bank, kein Problem, alles machbar, mit Anzahlung, ohne Anzahlung. Man braucht nur eine EC-Karte und einen Ausweis und schon kann man loslegen. Steuern, was hat man? Steuern bei 125 gleich null. Gleich null. Und die Versicherung? Versicherung je nach Alter, also bis 40 Jahre hat man so um die 120 Euro, das Metallkasko im Jahr. Und alles, was so ab 40 ist, habe ich jetzt Erfahrung gemacht zwischen 70 und 90 Euro. 70 und 90 Euro. Hier vorne siehst du sehr schön den Tank. Auch der ist nochmal verstärkt durch die Form allein schon, die hier drin ist. Das Ganze wird zentral befüllt hier oben. Ist alles sehr simpel, sehr reduziert. Ja, genau. Du sagst, sie funktionieren gut? Sehr, sehr gut eigentlich. Altbewährte Motoren, Honda-Lizenz-Motoren. Honda-Lizenz. Sie sind schon seit über 10, 15 Jahren in den Maschinen. Da gibt es keine Probleme. Sie sind total ausgereift. Und unser Lieferant, die Firma Karscher aus dem Schwarzwald, die sind schon seit über 50 Jahren am Platz. Die wissen, was sie tun. Ersatzteilbeschaffung, Garantie. Ersatzteile, das wäre meine Frage gewesen. Absolut schnell da. Garantiefälle, gar kein Problem eigentlich. Da wird hier vor Ort direkt entschieden, auch umgesetzt. Also alles problemlos und kurzer Dienstweg. Giovanni Ferraro, Zweirad Ferraro. Ich komme langsam ein bisschen durcheinander, Giovanni. Wenn man das Ganze sieht, dann hat man sehr, sehr wohl die Frage, wie viele Läden gibt es denn jetzt insgesamt? Also ich kenne jetzt allein schon drei. Ja, es gibt drei Stück. Einer davon ist die Werkstatt in dem gelben Häuschen. Und seit neuestem haben wir wieder gedreht, haben wir in Wattgassen einen neuen Betrieb und der ist total elektrisch. Alles. Total elektrisch in Wattgassen. Also praktisch der gleiche Laden, nur mit Elektromobilität. Genau. Elektromotorräder, Elektroroller. Genau. Der Hälfte Alter, mein Sohn, von mir und halt neuen, alles elektrisch, Motorräder, Roller. Und was da sehr gut ist, wir fangen auch an mit Jobroller. Einfach mal informieren. So, und hier haben wir was ganz Besonderes. 50 Kubik, sieht aus wie eine 125er. Das Video sehen wir gleich. Tschüss, Giovanni.